Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und wenn du immer schon mal wissen wolltest, warum die Profis so viel besser mischen als wir im Heimstudio, dann bleib dran, denn heute verrate ich zumindest einen Grund, woran es vielleicht liegen könnte. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Mixpraxis und heute wollen wir uns tatsächlich mal mit dem großen Mysterium auseinandersetzen, warum die Pros so viel besser mischen als wir im Heimstudio. Das muss ja irgendeinen Grund haben, denn letztendlich haben ja auch die nur Mikrofone, die haben Instrumente und natürlich haben die vielleicht ein bisschen besseren Raum zum Aufnehmen und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages muss das Instrument durchs Mikro, durchs Kabel oder so in die DAW und die Grundvoraussetzungen sollten doch eigentlich dieselben sein. Sind sie auch prinzipiell, aber wenn der Profi an den Mix geht, dann hat er so viel Vorarbeit schon geleistet, die wir normalerweise im Heimstudio gar nicht leisten. Und das Stichwort an dieser Stelle ist Pre-Production. Ich habe das neulich auch zum ersten Mal gehört und wusste erst so richtig nichts damit anzufangen, weil ich mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Aber Pre-Production ist ein Schlüssel zu besseren Mixen. Denn Pre-Production, also Vorproduktion, sorgt dafür, dass ein großer Teil der Arbeit bereits vor der Mixphase stattgefunden hat. Das heißt, in der Vorproduktion hat sich der Pro-Mixer oder jemand, der das für ihn vorbereitet, also ein Helfer, der ihm seine Session schon mal vorbereitet, hat sich schon mal damit auseinandergesetzt, dass er ihm seine Session schon mal organisiert. Das heißt, die Schlagzeugspuren sind oben, dann kommt der Bass, dann kommen die Gitarren, die Keyboards und so weiter und so weiter, die Gesänge. Alle Spuren haben schon mal ihre richtigen Farben, alle Spuren sind schon mal bereinigt, sauber gemacht worden, sind schon mal aufs Timing-Raster gezogen worden, wenn das nötig ist und so weiter. Die Stimmen sind schon mal vorbearbeitet, das heißt, sie sind oft schon mit Autotune schon mal gerade gezogen worden. Das heißt, alle Grundvoraussetzungen für gute Tracks sind schon mal da. Das heißt, die Session, die dann letztendlich der Mixer für seine Mix-Session bekommt, ist so gut vorbereitet und aufpoliert, dass er damit eigentlich fast nicht daneben liegen kann. Denn wenn er dann die Fader hochzieht, ist der Grundmix im Prinzip schon gemacht. Und da gehören auch so Entscheidungen zu, wie in der Produktion zum Beispiel, ob man breite Gesangsstimmen haben möchte, ob man sich schon mal ein paar Spuren mit Hall zurechtlegt, die man vorher schon mal vorbereitet hat oder verzerrte Spuren oder sonstige Spuren. Aber wir können uns das mal angucken, denn ich habe mir mal von einem Profi aus Amerika ein paar Spuren runtergeladen, die ich mir da runterladen durfte. Die musste ich natürlich kaufen, aber das war überhaupt kein Problem, denn ich wollte ja auch hinter die Spuren mal gucken und hinter dem Mix gucken. Das, was ich euch neulich mit meinen Ein-Mikro-Ein-Song-Spuren auch angeboten habe. Und wir können ja mal in die Session reinschauen. Wir gucken aber vorher mal rein, wie eine Session von mir aussieht. Und dann vergleichen wir die mal mit dem Pro-Mix. Los geht's, ab in die Session. So, und dann sind wir schon in der Session. Ich habe hier mal meinen Song aufgemacht, This Ain't a Love Song. Den Song habe ich 2014 aufgenommen, das erste Mal gemischt. Dann habe ich 2015 nochmal einen neuen Mix davon gemacht. Und jetzt ist 2017 und ich habe mir gedacht, beste Chance, nachdem ich wieder einiges gelernt habe beim Mischen, doch mal wieder einen neuen Mix zu machen. Und ich habe hier alle Spuren einfach mal vorbereitet und habe hier alles untereinander so platziert. Ihr seht das also im Prinzip wie bei der Pre-Production auch schon mal meine Farben und meine Spuren markiert und so weiter, alles sortiert und ich habe hier im Mischer alles einmal auf minus 6 gezogen. Kein Panorama, kein Plugin, gar nichts drin und wir wollen mal reinhören, wie dieser Song hier klingt. Ja, klingt ziemlich ungemischt, ist er ja auch. Ich habe ja nichts gemischt, ich habe ja nur die Fader bis minus 6 hochgezogen, damit es nicht zu stark übersteuert am Masterbus. Ich habe auch noch nie mal einen Limiter reingeladen. Habe keine Equalizer drin, gar nichts. Das heißt, die Vorproduktion hat sich bei mir erstmal darauf bezogen, dass ich hier zwar alles sauber geschnitten habe, ihr seht es hier unten, dass die Chöre schon sauber geschnitten sind und dahin da sind, wo sie hingehören und dass das Schlagzeug oben ist und der Bass und das alles seine Farbe hat, aber im Prinzip ist meine Pre-Production damit abgeschlossen. Das heißt, das Schlagzeug, wenn ich das hier mal anmache, klingt sehr unbearbeitet, so wie es ja auch letztendlich ist und das klingt so. Wenn wir mal Solo stellen hier, wo ist er denn, der Vogel? Warte, mal eben den Mixer anmachen, dann kann ich das besser... Achso, ne, da, auf S, so. Ne,
Ne? Ein völlig unbearbeitetes Schlagzeug. Ich habe genau meine beiden Bassdrum-Mikrofons, Snare Bottom und Snare oben, Hi-Hat Tom und so weiter, aber nichts irgendwie vorbereitet. Ich habe auch nur eine Bassspur vorbereitet und ich habe auch nur hier meine Gitarren, die ich eingespielt habe. Also nichts. Meine Vorproduktion ist damit abgeschlossen. Und jetzt schauen wir mal in die Profispuren rein, die ich mir von Warren Hewitt von Produce Like a Pro besorgt habe. Das habe ich ja gerade nicht gesagt. Also Warren Hewitt, ein englischer Mischer, der schon unglaublich viel gemischt hat, unter anderem Aerosmith gemischt hat und so. Und wirklich ein Profi vor dem Herrn, verdient sein Geld seit Jahren mit Mischen und so weiter, hat wirklich alle Tricks drauf, mischt auf der analogen Konsole, mischt in the box und zeigt es auch sehr gerne. Und ich schaue da immer sehr gerne zu, weil ich da immer viel lernen kann und habe mir dann, wie gesagt, die Spuren besorgt und die schauen wir uns jetzt mal an. Die öffne ich nämlich jetzt mal. Nicht sichern, so. Und da sind wir jetzt in der Session. Ich schiebe die mal zusammen, damit wir mal sehen können, wie viele Spuren das sind. Achso, wir haben gerade bei meinem Song waren es 41 Spuren und hier sehen wir schon, es sind 77 Spuren, die hier zusammengekommen sind für diesen Popsong, der heißt Stronger und ihr seht es schon, hier ist auch alles sauber geschnitten, hier ist auch alles sauber organisiert mit den Farben und so weiter, das Schlagzeug ist dieses Mal unten, hier sind schon mal drei Bässe, aber die Vorproduktion ist hier schon komplett stattgefunden oder hat hier schon komplett stattgefunden, das heißt, wir haben hier unter anderem mehrere Bassdrums, die er sich hier zurechtgelegt hat, bei mir ist es ja nur die eine Bassdrum, die ich aufgenommen habe, das heißt, er hat sich verschiedene Snare Drum Samples hier. Wir können mal kurz reinhören. Vielleicht habe ich hier sogar schon was mit Drum. Ah ja, wir können hier mal hören. Eine Snare. Noch eine Snare. Noch eine Snare. Eine Bassdrum. 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 Noch eine Bassdrum. Also er hat sich unglaublich viele Sounds schon mal zurechtgelegt, mit denen er dann später in der Mixphase sich seinen eigenen Sound schon zusammen mixen kann. Das heißt, die ganze Vorbereitung, das, was ich eigentlich hätte machen müssen bei meinem Song, das hat er hier schon alles in der Pre-Production vorgelebt. Dann hat er hier drei verschiedene Bässe. Dann hat er hier oben unglaublich viele Gesänge. Und wir hören jetzt einfach mal auch hier in die unbearbeiteten Spuren rein. Ihr seht, ich habe jetzt hier nur gepannt, aber das kann ich auch nochmal ausmachen. Wir machen einfach mal wirklich alles auf Null hier, damit es auch gleiche Voraussetzungen sind wie bei dem Song, den ich gerade gehabt habe. Also kein Pan, gar nichts, alles auch auf minus 6 hier gezogen, das heißt, oder hier minus 10 sogar gezogen, damit es nicht zu laut wird. Und wir hören mal rein, wie dieser Song klingt. Los geht's. If you wanna leave, there's a cat downstairs. If you wanna go, baby, I don't care. If you wanna fly, then here, take my wings. Go up in the sky, sky, sky. Ganz ehrlich, ich habe wirklich nur die Fader auf minus 10 hochgezogen, kein Panorama, gar nichts. Und dieser Song klingt um Längen besser als vieles, was ich bisher nach vielen, vielen Stunden Mischen hingebracht habe. Und es liegt einzig und allein, dass die in der Pre-Production sich die Sounds und die Spuren schon so weit vorbereitet haben, dass der Gesang schon gut klingt, dass sie sich hier oben beim Gesang schon mal verpflichtet haben, hier also committed haben, schon mal nicht nur den Hauptgesang zu nehmen, nämlich diesen hier, there's a cap downstairs, sondern auch mit dem H3000, mit dem externen Harmonizer hier einfach nochmal diese Spuren hier dazu gemacht haben. If you wanna go, baby, I don't care. If you wanna fly, then here, take my wings. Ne, das sind alles schon Effektspuren, die sich zurechtgelegt haben. Ich mach die mal alle an hier. Go up in the sky, sky, sky. Die formen den Sound schon so vor, das heißt, die haben vor dem Mix, vor dem eigenen Mix schon die Entscheidung getroffen, wir möchten, dass der Gesangssound so ist. Oder hier diese eine Spur, die sie hier gemacht haben, auch unglaublich spannend hier, diese hier, da haben sie sich über einen alten Echoplex diesen Sound hier zurechtgelegt für die Stimme. Go up in the sky, sky, sky. Total kaputt, leichtes Echo drauf, aber das ist einfach, sie haben sich eigentlich verschiedene Sounds zurechtgelegt, im Prinzip wie sich ein Gitarrist auch für so einen Abend, wenn er einen Abend spielt mit einem Konzert, verschiedene Sounds zurechtlegt. Und mit diesem Arsenal an Arrangement, wie ihr sehen könnt, auch ein super Arrangement hier, und mit diesem Arsenal an Sounds, dann klingt der Song einfach von vornherein schon deutlich besser. Das heißt, der Job, den der Mischer als solchen machen muss, ist deutlich einfacher, weil sie in der Pre-Production, in der Vorbereitung der Mix-Session schon so viele Entscheidungen getroffen haben, dass es dann hinterher einfacher
wird. Also, ich habe es für mich gelernt und ich hoffe, ihr könnt diesen Tipp auch mitnehmen für euch, dass ihr einfach mal das nächste Mal, bevor ihr in den Mix geht, einfach mal eine Pre-Production-Phase einlegt und auch ihr einfach mal verschiedene Sounds vornimmt, das Schlagzeug schon mal vornimmt und das schon mal vorbereitet, die Sounds zurechtrückt, vielleicht aufs Timing achtet und so weiter, euch vielleicht ein paar Hallräume zurechtlegt, ein paar Delays, vielleicht auch schon mal ein paar Spuren wieder ausspielt, damit ihr die einfach nur noch dazu schieben müsst und keine Plugins dafür braucht, extra nochmal. Und dann könnt ihr in den Mix reingehen und wirklich mixen. Also Regler schieben, Panoramas und vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten und so weiter. Aber das ist, glaube ich, also ich werde das auf jeden Fall demnächst ein paar Mal ausprobieren und einfach mal schauen, ob meine Mixe sich dadurch verbessern. Und ich hoffe, eure verbessern sich auch dadurch. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe von zum Beispiel Mixpraxis. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou.